Guten Tag, wir waren gerade nicht weg. Naja. Wir werden die Challenge, ja. Gut, wir sehen uns dann. Ja. Wir werden mal wieder selber fahren. Nee. So, wir haben unser erstes Prototyp. Feuerchen drunter. Oh, nee, ey. Kein C. Honda Civic, ey. Nee, da bin ich lieber vorsichtig, weil der Honda Civic, der ist mir doch ein bisschen zu kriminell. Also, der ist nicht ohne. So, und wir haben jetzt... Oh, Leute, wir haben jetzt... Naja, irgendwie immer noch nichts. Ja, Decay immer wieder Ruhe da hinten. Oh, das ist eine ganz andere Strecke. Eieieiei. Eine Strecke, die wir nicht kennen. Was zum Teufel? Au, au. Autsch. Kein Problem. Bordsteinkanten! Boah, Leute. Bloß vorsichtig. Da kann nämlich einmal das ganze Auto dir den Tag versauen. Ey, du Hobby. Ey! TK. Also, nee. Ey, Ding. Ja, fahr doch vorbei, du Lusche. Dann brauchst du nämlich gleich einen Fehler. Obwohl, wir könnten ihn eigentlich mal vorbeilassen. Na komm, fahr mal vorbei. Ich hab's nicht eilig. So, jetzt wirst du gejagt, du Kleiner. Dich mal jetzt mal Stress. Der mach ich's die Hölle heiß. Und auf Wiedersehen. Ah, GK. Ah, hat sogar funktioniert. Tja, man lernt nie aus, ne? Also, dieses Stresssystem, das ist ja mal wirklich geil. So, wir haben ein bisschen Ruhe. Sei denn, er kommt mal wieder näher, dann hauen wir. Schießen wir ihn wieder ab. So. Ach, hat ja mal wirklich funktioniert. Also, das ist wirklich in dem Spiel sehr gut gemacht worden. Also, man lässt sich mal ein bisschen zurückfallen und dann ärgert man ein bisschen den Gegner, indem man ihn mal ein bisschen unter Druck setzt. Und schwupp, macht der Mann Fehler. Tja, Pech. Gut für mich, Pech für ihn. Ich hab ihm nicht gesagt, dass er an mir vorbeifahren soll. Aber, ja, Pech. Sein Pech, ist nicht meins. Wir fahren mal außen rum. Decay war doch nicht böse gemeint. Aber wenn er unbedingt vorbei will, sein Fehler. Genau. Denn wir haben keinen gezwungen. Das ist so geil in dem Spiel. Da gab es aber mal ein anderes Rennspiel. Ich weiß nicht, irgendwas mit Total... boah, ich weiß gar nicht. Ah, bin schon wieder an mein Mikro gekommen. Oh, das hängt... Ich weiß nicht, das Headset ist scheiße langsam. Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht mehr so der Headset-Typ. Ich bin mir noch am überlegen, ob ich mir ein richtiges Standmikro hole. Weil, also, bin jetzt zwar schon lange dabei. Knapp ein Jahr mache ich jetzt Let's Plays. Und mir geht zum ersten Mal diese scheiß Headsets auf den Wecker. Also bin mir am überlegen, ob ich mir wirklich ein richtiges Standmikro holen soll. Okay, die sind jetzt auch nicht teuer, aber naja, mal sehen. Ah, die nerven ein bisschen, weil das Licht auch ein bisschen nah an. Aber naja. Wie gesagt, bei dem einen Rennspiel, ich muss mal den Namen nochmal raussuchen. Ich hatte es auch mal gehabt. Da hatte ich es aber, glaube ich, verkauft, weil es Emmy Probleme hatte. Und auf jeden Fall, da konnte man die Gegner auch ein bisschen bedrängen. Und schwupp,
lagen sie auch mal schnell im Graben, wenn man sie bedrängt hat. Und das vermisse ich eigentlich in Rennspielen eigentlich. Weil das gibt den Gegnern halt menschliches Verhalten. Oder hat jemand schon mal bei NFS oder bei GTR oder bei Gran Turismo jemanden gesehen, den man bedrängt hat und dann sind sie mal ab in die Wand geschossen? Bei Gran Turismo fahren sie nur stur, dumm und dämlich da rum. Need for Speed auch nicht viel besser. Ja. Also das hätte man da vielleicht schon mal einbauen können. Finde ich zumindest. Naja. Bei uns ist alles im Arsch. Ach, halt Klappe. Eines Tages nehme ich dir den Ofen beim Rennen ab. Schon wieder ein Problem mit dem Mikro. Der Fuhrpark ist sicher jeder. Ja. Ihr kriegt ihn eh nicht. Oh, $3000 kaputt gefahren. Ey, bin ich denn nicht total bekloppt? So, ich will mal gucken, jetzt mal zur... Nee, Werkstatt wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich zum Händler. Mustang, zu teuer. Honda. Boah, 27.000. Ey, habt ihr sind mir alle. Bin ich ein Geldscheißer oder was? Ja, warte mal, den Honda... Doch, Honda Civic? Na klar, den Civic können wir uns schon holen. 5.000. 8.000. Wir kaufen ihn mal für 5. Ist das billigste Modell, was wir überhaupt haben. Ich gucke mal kurz in meiner Werkstatt. Wir können uns ja sonst nichts. So, wir gucken mal einfach mal. Mal. Wir tun ihn ja einfach mal ein bisschen höher. Tut ja mal nicht schaden. Könnten sogar verbessern. Nee. Mal gucken, was gibt's denn hier eigentlich alles Schönes? Ja. Wie gesagt, das Auto werden wir als nächstes tun mit dem Golf. Denn der Peugeot hat, glaube ich, schon alles frei, soweit ich weiß. Aber wir haben, glaube ich, vergessen, irgendwas zu tunen, ne? Hat man... Doch. Halt, warte mal. Ich kann das einfach mal besser checken. Oh doch, hat's drin. Nur das Nitro hat er nicht. Die verpulvern mir gleich alles. So, wir haben wieder zwei Fahrzeuge zum... Wie ist es mit einem Zweikampf? Du bringst das nicht? Keine Sorge. Ich habe auch kein Auto, du Weib. Meinst du, ich schmeiß mit Autos um mich? Also sowas, ey. So, und dann haben wir hier wieder einen Rundkurs. Einen Sprint lassen wir aus. Ich weiß, wie schlecht ich beim Sprint bin. 2 gegen 2. Das fährt Ember und der Vito. Und deswegen muss ich nur kurz in der Garage. Und zwar den... Obwohl, die könnten wir eigentlich dem Peugeot... Nee. Ja, das Problem ist, die gehen dann in die Klasse 7, ne? Warte mal, wir machen etwas mal, was wir eigentlich nicht machen sollten. Denn wir hauen... Okay, wir schmeißen mal ein bisschen Geld raus. So. Das finde ich auch halt geil, dass die Hersteller sich gleich ans Auto kleben. Nicht wie in Need for Speed einfach mal sich dumm und dämlich aussuchen. Hier, den habe ich und den habe ich nicht, ne? Nee. Also hier. Naja. Der Tor war man nicht. Und wie gesagt, das gibt es ab der nächsten Folge zu sehen, wie sie sich wieder um das nächste Rundkurs kloppen. Das ist ein Leistungs-Dings. Und da ich ja den Peugeot erstmal in der 8. Klasse halten will, weil ich brauche ja bald eine 8. Klasse, machen wir das als nächstes. Und das lassen wir erstmal aus und dann machen wir erstmal das. Und deswegen sage ich erstmal Tschüss, bis gleich.
gleich.